Er ist wirklich ein Weltstar. Patrizio Guane. Er feierte mit seinen CDs Top 10 Erfolge. In den Vereinigten Staaten, genauso wie in Großbritannien. In Australien, genauso wie in Südafrika. Er wurde in vielen Ländern von Finnland über Thailand bis Neuseeland mit Gold und Platin ausgezeichnet. Andere Weltstars wie Sophia Loren, Tom Jones, John Bon Jovi und Larry King sind bekennende Fans von Patrizio Guane. Er hat für den Papst gesungen und für den amerikanischen Präsidenten. Er spricht Italienisch, Italiano, Deutsch, Englisch, English, Französisch, Français, Spanisch, Español und Polnisch. Popolsku. Er singt außerdem noch in vielen anderen Sprachen, wie Chinesisch, Japanisch und Afrikaans. Und nun hat er zum ersten Mal die Hits aus Bella Italia auf einer CD herausgebracht in deutscher Sprache. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Patrizio Guane. Augen, roter Wein, Bella Italia. Immer wieder klingen Lieder durch die Nacht im Mondenschein. Bella Italia, beim Chianti geht's avanti, da ist keiner lang allein. Bella Italia, Mandoline singen leise von Amore wunderbar. Darum geht die nächste Reise nur nach Bella. Der Tag ist noch weit. Blauer Himmel, weiße Wolken, schwarze Augen, roter Wein. Bella Italia. Immer wieder klingen wieder durch die Nacht im Mondenschein. Bella Italia. Beim Chianti geht's avanti, da ist keiner lang allein. Weiße Wolken, schwarze Augen, roter Wein. Bella Italia. Immer wieder klingen wieder durch die Nacht im Mondenschein. Bella Italia. Beim Chianti geht's avanti, da ist einer lang allein. Bella Italia. Mandoline singen leise von Amore wunderbar. Darum geht die nächste Reise nur noch Bella. Patrizio, du begeisterst, er hat ja ein Mikro, okay. Patrizio, du begeisterst Fans auf der ganzen Welt. Millionen Frauen schreiben dir Liebesbriefe. Was? Sag mal, kannst du uns vielleicht einen Tipp geben? Woran scheitert es, dass Gary und ich nicht so viele Liebesbriefe bekommen? Hallo, ich habe Frau zu Hause. Ja, aber er kann uns ja mal einen Tipp geben. Mal ehrlich. Wir bekommen diese... Ich bin natürlich sehr viel unterwegs, also das hat sich natürlich
so ergeben, dass ich natürlich alle Kontinente bereist habe. Aber glaub es mir, ihr könnt wahrscheinlich alle Briefe lesen, während ich mit den Japanern, mit den Chinesen und mit den Südafrikanern, also das schau mir das nur an, weil das so schön ist, aber ich kann es gar nicht lesen. Also ja. Aber da brauchst du nicht neidisch sein. Ich kann mir vorstellen, ihr habt natürlich sehr viele Fans hier. Ja, ja, wir haben schon viele Fans, natürlich. Aber mit Liebesbriefen, ja. Ja. Lena, ganz ehrlich, was hat dieser Mann, was wir beide nicht haben? Schauen wir mal an. Was hat dieser Mann? Also das wäre jetzt, wär jetzt sehr, sehr unter irgendeinem einen Vorteil zu verteilen. Nee, du darfst ehrlich sagen. Ich mag sagen. Euch alle drei gleichermaßen. Ihr seid wunderbare Männer. Wir sind die drei Musketiere, oder? Ah, oh, bitteschön, ja. Ja. Alle für einen und? Das ist nett. Alle für einen. Gerd, aber du hast vorhin schon angekündigt. Vielleicht liegt es einfach daran, dass die meisten Frauen wissen, dass wir fest vergeben haben. Ich glaube, die haben Angst. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, dass sie Angst haben. Das muss aber ihr braucht sie Angst haben. Wir sind verheiratet. Nein, ich bin noch nie verheiratet. Ah, du knapp? Nein, nicht wirklich. Nein. Also du weißt mehr als ich. Nein, das habe ich gelesen. Das hast du für dich. Nein, Macho. Ich danke dir. Also ich merke schon, Patrizio, eine Frage noch. Ja. Lohnt es sich denn wenigstens für die Frauen, wenn sie dir Briefe schreiben? Oder? Absolut. Ich bin Single und ich freue mich natürlich drüber. Was aber, mit seinen Briefen? Aber ihr braucht nicht neidisch sein oder so. Ihr kommt ganz einfach mit. Wir sind nicht neidisch. Ihr kommt mit. Ihr kommt einfach mit. Ihr kommt mit nach Australien. Briefe lesen. Briefe, ihr lest mir die Briefe. Du sagst Australien, du sagst, ich war gerade in Miami. Ja. Ich habe in Miami 4 Videos gedreht mit den Bellamy Brothers. Das ist super. Also auch wir sind unterwegs. Ja, super. Also, hast du wieder Musik gemacht, aber Liebesbriefe aber haben wir wieder keine bekommen. Ja, aber um das geht es ja nicht. Um das geht's ich habe meine Liebe zu Hause und meine Lisa Marie und Sonja, die sind super und ich schätze alle meine Fans. Ja, jetzt hör auf. Unser Gary.